Kluft des Trostes und da war ein ziemlich großer Vogel. Nicht ihr schon wieder! Ihr blöden Flüggeviecher! Na, auch noch frech werden? Egal, dann machen wir jetzt erstmal. Ich werde jetzt so lange auf dich einschlagen, bis das Thema durch ist. Was es jetzt auch ist. Ich komme mit meinen Sprüchen immer viel zu spät. Nein, ich wollte da eigentlich rüberspringen. So, gucken, was drin ist. Gorgonauge, oder? Phönixfeder. Mein zweitliebstes Objekt in diesem Spiel. Nach den Gorgonauge. Oh, shit. Oh, shit. So, halt den Schnabel! Obwohl, du hast keinen Schnabel! Was? Ey, das war jetzt fies. Jetzt aber triggern! Und nochmal das Ganze. Aha. Beim ersten Mal war es gewollt, dass ich auf die Fresse bekomme. Also, dass ich gefressen wurde. Jetzt habe ich aber die Fresse voll von euch.
Immer diese verkackten Bogenschützen. Schreckliches Volk. Zumindest in God of War gehen die mir tierisch auf die Nüsse. Immerhin, wir bekommen Lebensenergie und Magie. Trotzdem könnte ich als nächstes ruhig mal ein etwas Neues erlernen. Und hui! Und jetzt? Achso, ja. Da ein Zahnrad funktioniert, wird Automationsrad benötigt. Apparaturen. Ich habe irgendwie ein blödes Gefühl. So, den müssen wir erstmal kaputt kriegen. Oh, das müsste... Gib her! Meins! So. Automation, das Rad, wahrhafte Automaten. Da. Kratos hat gesagt, es ist seins. Also sollte sich auch so ein komischer Mech daran halten. Kratos, was denn? Kratos, lass mich nicht schwach werden. Jetzt habe ich nur eine Frage. Ah, so komme ich dahin, okay. Darauf muss man ja auch erstmal wieder kommen. Hier können wir ja schon wieder speichern. Wir sind ja richtig verwöhnt hier im Spiel mit Speicherpunkten. Egal, ein Wüterich braucht auch mal eine Sekunde für sich. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir schwimmen. Halt. Ich kenne das schon von solchen Spielen. Also von God of War, das auch ganz gerne mal etwas in der anderen Richtung ist. Okay, wir brauchen immer noch 2000. Okay, er drückt halt einen Sprintladen. Ja, das habe ich ja inzwischen schon begriffen. Wir machen wunderbar gedreschen. Und wir sind durch. Okay, da könnten wir raus. Das wollen wir natürlich nicht, weil hier unten noch Kisten versteckt sind. Wie ich ja schon sagte, in jedem God of War gibt es versteckte Kisten. Also Kratos ist echt Meister des Luftanhaltens. Egal, wir wollen ja auch wieder irgendwann mal auftauchen. Bestimmt ganz schön kalt hier, das Wasser. Und Kratos wieder perfekt trocken. Och nein. Thank you.
Okay, alles, was ich jetzt zu packen kriege, ist tot. Ja, auch du, du alter Nebelkrähe. Nur noch ein bisschen schockierende Erfahrungen. Aber die Viecher ein bisschen blöd durch die Gegend schmeißen. So. Meine Herren. Und zugenäht. Magie brauche ich bitte. Ja, nehme ich. Nur mich. War ich da oben nicht sogar schon? Also hier oben drüber. Brücke bleibt ganz. Trau dem Ganzen nicht. Okay, hier kriegen wir sowieso nochmal Magie und Life Energy. Okay. Ich bin ein wenig. Okay, es gibt mehrere Wege. Der hier führt mich zu einer roten Truhe. Also ist hier der Bonusraum. Wenn man das so rumsehen möchte, ist das schon ein Bonusraum. Aber ich glaube, ich brauche jetzt nicht mit euch über diverse Bonusräume zu lamentieren. Was ist die Definition eines Bonusraums? Etc. Weil ich glaube, das würde euch nur langweilen. Und ich denke, ihr seid sowieso nicht mehr gerade dabei. Und ich babbel hier einfach so rum und keiner sieht's und keiner hört's. Aruania passt. Passt, nicht passt. Obwohl, das passt auch. Oh, ich habe so ein blödes Gefühl, dass die Brücke nicht so sonderlich stabil ist und da hinten Madame Butterfly ist.